ich konnte es ja gar nicht glauben, aber sogar Harriet hat ein, zwei Werner-Comics gelesen. Definitiv. Ich kann mich noch an den Flachkörper und das Flaschbier erinnern, aber ich glaube, grundsätzlich ist das eher so eine Jungssache, oder? Wahrscheinlich schon. Ich bin auch quasi mit den Filmen groß geworden. Werner ist einfach Kult. Anders ist es auch nicht zu erklären, dass das Rennen zwischen Comiczeichner und Werner-Erfinder Röttger Brösel-Feldmann und dem Kieler Kneipenwirt Holger Holgi Henze früher einmal 200.000 Menschen auf den Flugplatz Hartenholm gelockt hat. 30 Jahre ist das Rennen zwischen der viermotorigen Horex und dem Porsche jetzt schon her. Und morgen startet eine Neuauflage des Festivals. In unserer Sendung Typisch zeigen uns die beiden Rivalen, wie sie sich auf das Rennen vorbereitet haben. Hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Vor 30 Jahren zum ersten Mal am Start. Nun will Comiczeichner Röttger Brösel-Feldmann endlich einen Sieg einfahren. Das sieht echt klasse aus, was du da zusammengeschustert hast. Ach, jetzt findest du das doch gut. Nein, das finde ich nicht gut. Da reden wir später noch drüber. Ja. Aber ich meine, wenn ich das Gesamte hier so sehe, wie du das hier mit diesen... Ja, da hat sich einiges verändert, ja. Du. 30 Jahre sind ja auch her. Und vor 30 Jahren, da gab es so eine schöne Equipment-Sachen nicht. Ja. Röttgers Bruder Andi hat monatelang geschraubt. Den legendären viermotorigen Red Porsche Killer mit neuester Renntechnik ausgestattet. Das muss ich. So sieht ein Ansaugtrichter aus. Sogenannte Schnüffelstücke. Das hat nämlich immer gestört. Da ist man mit dem Bein immer, hat den letzten immer zugehalten. Deswegen hat Andi jetzt extra für den Renneinsatz ein Umbiegungs-Schnüffelstück gebaut. Ja. Damit man. Und dann kommt der da dran. Damit hier während des Rennens mit dem Bein nicht mehr dem letzten Zylinder die Luft geraubt wird. Ja, er hat ihn ja immer in die Luft. Da kann er aber auch nichts für. Nee, kann ja auch nichts für. Dazu kam damals in Hartenholm ein Schaltfehler. Kneipenwirt Holgi Henze siegt vor mehr als 200.000 Zuschauern. Sein 911er Porsche, Baujahr 1968, läuft immer noch wie geschmiert. Mit seinen 74 Jahren will Holgi Henze noch einmal an den Start gehen, seinen Sieg wiederholen. Geht ja auch um Spaß, ne? Das erstens. Und es ist reizvoll, also auch an so einer Geschichte rumzubasteln. Und ja, die ganze Sache ist ja auch eine langjährige Entwicklung. Wenn man so will, aus der Realität in Comic, dann aus dem Comic wieder in die Realität, von der Realität wieder in Film, aus dem Film wieder in Comic und jetzt ist wieder Realität, die Tür klemmt. Damit er auch diesmal wieder gewinnt, bekommt sein Porsche einen Rennmotor. Brösel meint, der ist schrottreif. Der ist gefährlich hier. Da holen wir über 300 PS raus. Nö, ich fahr rückwärts, ne? Damit ich sein dummes Gesicht sehe. Bei der ersten großen Testfahrt vor dem großen Rennen am kommenden Sonntag in Hartenholm hakte es wieder einmal. Ich bin zu zögerlich losgefahren. Das hat auch ein bisschen gestuckert, der Motor. Ne? Aber das lag ja, an mir, ja. Ne? Genau. Das lag nicht an dem Motor. Nee. Ne? Nee, leider also nicht. Noch mehr Gas geben. Ja, genau. Okay. Sonst wird das nichts mit seinem Lebenstraum, Holgi endlich davon zu kesseln. Aber wir haben ja noch ein paar Tage. Typisch, Werner und das große Rennen morgen 18.15 Uhr hier bei uns im NDR. Ja, und im Radio auf NDR 1 Welle Nord, da ist das Rennen morgen früh auch schon ausführlich Thema. Da hören Sie dann auch einen Polizisten, der vor 30 Jahren dabei war und einiges über das Chaos rund um Hartenholm erzählen kann.